Das Buchevent zu Die Insel der tausend Quellen von Sarah Lark. Die Insel der tausend Quellen, so heißt der neue Erfolgsroman von Bestsellerautorin Sarah Lark, den sie in einer weiteren Veranstaltung der beliebten Buchevent-Reihe von Thalia und Bastei Lübbe dem Publikum vorstellte. Ich muss gestehen, ich habe so ein bisschen so eine irrationale Angst vor Fischen. Ich finde Fische absolut toll, aber wenn zwischen mir und Fischen keine Scheibe ist und die sind größer als eine Bratpfanne, dann werde ich immer gleich nervös. Doch für Nervosität gab es an diesem Abend keinen Grund. Vor der beeindruckenden Kulisse des großen Hai-Atolls im Tropenaquarium Hagenbeck las die Schriftstellerin aus ihrem aktuellen Buch und stand RTL-Moderator Wolfram Kohns Rede und Antwort. Wie lange arbeiten Sie an so einem Buch wie Die Insel der tausend Quellen? Ja, es kommt auch immer darauf an, wie man das jetzt zählt. Ne? Also wenn man jetzt die reine Schreibarbeit angeht, dann ist das gar nicht so lange. Aber es ist, also ich mache in der Regel pro Tag so 10 Seiten und ich schreibe auch ziemlich am Stück, weil wenn ich denn schon einmal in der Geschichte drin bin, dann will ich auch wissen, wie es weitergeht und dann schreibe ich auch die Wochenenden durch. Wie diszipliniert sind Sie? Ich bin sehr diszipliniert, wobei es allerdings ganz so strikt jetzt nicht abgeht. Also meistens, ich mache morgens die Pferde und reite ein bisschen und dann mache ich eine Mittagspause, möglichst lange, und dann beantworte ich erstmal E-Mails und rede ein bisschen mit meinen ganzen Freundinnen. Und danach kommen dann meine 10 Seiten. Also vor 15 Uhr passiert gar nichts. Christiane Gohl, wie die unter dem Pseudonym Sarah Lark schreibende Autorin eigentlich heißt, studierte Pädagogik und Psychologie. Frau Dr. Lark hat promoviert zu einem, wie ich finde, wahnsinnig spannenden Thema, nämlich zum Thema Tagträume. Wovon träumen Sie? Ich bin so eine Mainstream-Träumerin. Also ich träume eigentlich das, was die meisten anderen Frauen auch träumen. Und bei den Tagträumen von Frauen geht es also hauptsächlich um das Auffinden der großen Liebe und um das Erleben von Abenteuern. Natürlich schwerpunktmäßig gemeinsam mit der großen Liebe. Und in ein solches Abenteuer entführt sie uns in ihrem fesselnden Karibik-Roman. Hauptfigur ist die junge Kaufmannstochter Nora, die nach dem Tod ihrer ersten großen Liebe einen Zuckerrohrfarmer aus Jamaika heiratet. In den nächsten Tagen sollte Nora feststellen, dass es für die Frau eines Pflanzers keinerlei Aufgaben im Haus oder auf dem Land gab. Jeder Handgriff, vom Ordnen ihrer Kleider bis zur Gartengestaltung, bei der englische Ladies traditionell gern selbst mit anfassten, wurde ihr abgenommen. Nora suchte verzweifelt nach einer Beschäftigung und verbrachte viele Stunden des Tages in dem mit Schnitzereien verzierten Gartenhäuschen. Was hat Sie denn genau zu dieser Geschichte inspiriert? Also ich wollte jetzt mal was schreiben, was in der Karibik spielt, und die Geschichte von Nora hat mir einfach auch gefallen. Wie gesagt, Nora gehört zu den Persönlichkeiten, die mir näher sind als viele andere, weil Nora eben auch so eine Tagträumerin ist und weil sie im falschen Land geboren ist. Und also Nora ist mir ein bisschen ähnlich. Nicht nur die Liebe zu ihren Romanfiguren begeistert die Leser der in Spanien lebenden Autorin, auch die farbenprächtigen Landschaftsbeschreibungen laden zum Träumen und Nachempfinden ein. Also ich finde, man kann ganz toll in die Bücher eintauchen, und auch die Landschaft und irgendwie das Drumherum ist so beschrieben, dass man irgendwie ja selbst der Charakter ist, so ein Stück weit. Also ich kann mich mit einigen auch immer sehr gut identifizieren und weiß genau, wie die sich gerade fühlen, und ja, man ist da irgendwie so ganz drin und kommt halt auch schwer wieder raus. Und deswegen kann man auch nicht aufhören, dann zu lesen. Nach einer ausgiebigen Publikumsfragerunde ließen die Besucher den schönen Abend bei einem Glas Wein und karibischem Fingerfood ausklingen. Ja, guten Abend, Herr Kunz. Wir haben ja heute hier die 4. Lesung erlebt. Wie hat es Ihnen denn gefallen? Es wird ein fantastischer Ort. Ich bin jedes Mal also von den Inszenierungen auch begeistert. Und jetzt zu Sarah Lark, Die Insel der tausend Quellen, diesem Jamaika-Roman, diesem Karibik-Roman, vor einer solchen Kulisse, einem Fischbecken dieser Größe, hier eine Veranstaltung machen zu dürfen, das war ein Highlight. Ja, es war auch von den Fragen her interessant. Ich fand es einfach nett, so eine Verbindung von Interview und Lesung, das ist mal was anderes. Das ist ein tolles Konzept. Ein sehr schöner Event gewesen, war ganz toll, besonders hier zu sein im Tropenaquarium, weil das natürlich die ideale Location ist mit diesem riesengroßen Aquarium. Das ist ganz toll. Es hat mir gut gefallen. Also von der Atmosphäre, von der Umgebung, von der Moderation, also dieses Aufgelockerte, dass man so teilweise den Text gehört hat und dann wieder Fragen gestellt wurden. Das hat mir sehr gut gefallen.